Ja, machen wir beim verschwundenen Relief weiter, ha? Wir können auch Final Fantasy 7 weiterspielen, wenn euch das gefällt. Eher sehen wollt. Aber ich finde, es macht gerade aktuell nicht wenig Spaß. Also es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Alle scheinen sich große Sorgen zu machen. Doch warum? Der große Detektiv dieser Stadt kann schließlich jedes Verbrechen aufklären. Ich fühle mich hier nicht mehr sicher. Du hast sie gefunden. Jetzt kann ich in mein Museum. Oh, ins Museum. Na toll. Zu was? Final Fantasy 7 oder Mario? Gib mir dein ganzes Geld und zwar schnell. Danke dir, du bist so mutig. Kein Problem. Ah, oh, guck mal, wie sie mit... Lässt sich richtig... Wo ist die Polizei? Du hast ohne zu zögern geholfen. Super. Okay, das ist ein lustiges Detail. Ah, die tanzt generell. Nee, nur wenn jemand auch tanzt. Okay, ist aber lustig, das Detail. Das Relief klingt ja interessant. Das Museum ist heute geschlossen. Aber ein Verbrechen wurde angekündigt. Ich werde mir den Fall persönlich ansehen. Ein Hilfsdetektiv wie du schafft das nicht. Geh einfach nach Hause. Ich spiele es hier noch ein bisschen. Dann können wir Final Fantasy anmachen. Aufgeben niemals. Ich brauche einen Plan. Ich bin auf die Outfits gespannt. Die finde ich gar nicht schlecht. Das Ninja-Outfit war auch ganz cool. Stern, Blitz, Wolke, Sonne. Ich meine, klar sind die Rätsel nicht extrem krass. Ich bin ja auch nicht die Zielgruppe. Aber eins muss man hier tatsächlich lassen, sonst müsst ihr mir... Die sind hier sehr abwechslungsreich, die Level. Sherlock Peach. Ah ne, warte mal, das war ja James Bond. Ist sie größer geworden? Ich sehe, du hast einen sehr kleinen Penis. Wo kommt das denn jetzt her? Upsi. Wo
Moment. Wo ist der Hilfsdetektiv hin? Oh, da liegt ja eine Notiz auf dem Boden. Lesen wir doch mal, was drinsteht. Ein wahrer Detektiv wird mich finden. Gezeichneter Hilfsdetektiv. Aha. Diese Kissen sehen sehr bequem aus. Okay. Gut, ich kann mich hier auch nicht wehren. Eine Schatztruhe, machen wir doch mal auf. Ja, das muss jetzt. Sei vorsichtig, wenn du einem Geistesblitz falsch liegst, verlierst du Herzen. Doch da wir hier im Büro nur üben, verlierst du. Okay, das verstehe ich. Enorm, ein echter Detektiv, dir entgeht auch nichts. Okay. Mit einem Geistesblitz kann man interessante Dinge herausfinden. Ein Geheimnis wartet drauf, von uns entlöst zu. Los geht's. Okay. Hier noch was? Oh, eine Detektivin. Bitte, geh gleich hinein. Gibt es den Beruf überhaupt noch, Detektiv? Und arbeiten die wirklich mit der Polizei zusammen? Ich glaube es nicht. Du kommst genau zur rechten Zeit. Der Kurator erwartet dich im Raum nebenan. Ich habe heute ziemlich spät gestartet, also... Sie haben das Museum geschlossen und jetzt komme ich nicht mehr nach Hause. Was? Der Polizist lässt niemanden nach draußen. Was geht hier nur vor sich? Ich möchte die Mumien sehen. Der Detektiv, endlich. Eine Detektivin, ich bin erleichtert. Auf dem... Theopotamien-Relief haben mir die Notiz mit einer Drohung gefunden. Da steht, wir holen uns den Theopotamien. Wir holen uns das Relief. Betrachtet euch als gewarnt. Die haben das. Oh, ihr Schufte. Das Relief, es ist weg. Bitte, du musst die Täter finden. Na klar. Der Museumswächter. Das Relief muss geschoren und so weiter. Ja, ach nee. Das Fenster ist verschlossen. Nur echte Ninja sollen die Zeichen auf dieser Schriftrolle lesen können. Ich glaube nicht, dass das was zu bedeuten hat. Das habe ich mir noch was gedacht. Das hing vorher nicht schief.
Lüftungsschacht. Geheimgang. So, so. Sein Luftschacht. Ob die Täter ihn sich zunutze gemacht haben? Schauen wir mal. Ich finde es halt interessant, weil der Detektiv kann halt sonst nichts. Also mehr weggekommen. Die Vitrine wurde aufgebrochen. Ja, ach nee, ich sehe selbst. Da hier normalerweise... Die hier normalerweise ausgestellten Exponate heißen die Maske der Verwandlungen. Wer die Maske trägt, kann sein Aussehen ändern. Täter müssen die Maske gestohlen, um sich zu tarnen. Verstehe. Masken ausgestellt. Interessant. Das bedeutet, wir müssen jetzt den Schurke muss hier irgendwo noch sein. Hinweis, okay. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, dass mich das Spiel jetzt gerade so ein bisschen. Ein Schlüssel in Karo-Form. Ob wir ein Schloss dazu finden? Eine der teuren Kammers, die ich hier verkaufe, ist verschwunden. Vor dem Stromausfall war sie noch da. Nee, das war der nicht. Ich hab's gewusst. Weil der nämlich gesagt hat, seine Kamera ist verschwunden. Du hast ihn also wegen seiner Kleidung und der Kamera durchschaut? Gut gemacht. Ein anderer Dieb ist hier noch irgendwo, aber du findest ihn sicher bald. Lass mich raten, das ist der mit der Brille. Zweier großer Drehbuchautoren. Ach so, falscher Knopf, Entschuldigung. Nee. Ich will mit dem Polizisten mit dem... Hat niemand den Raum betreten oder verlassen. Warum hast du eine Brille in der Hand? Machst du Witze? Ich einer von den Tätern? Warum steht hier plötzlich eine dritte Statue? Eben waren es doch noch zwei. Siehst du die Statue mit der Sonnenbrille? Die ist echt. Okay. Die Statue mit der Sonnenbrille ist echt. Hier hat ihm jemand sein Popcorn geklaut. Früher hat man ihn oft bei Feierlichkeiten verwendet. Okay.
In diesem Raum kommen sehr merkwürdige Geräusche. Ob das ein Geist ist? Danke, dass du mich rausgeholt hast. Ich sehe nicht danach aus, aber ich bin ein Polizist. Jemand hat meine Uniform gestohlen und mich hier eingesperrt. Dann wurde es dunkel. Ich glaube ihm. Ich glaube nicht. Fuck. Okay, fest verschlossen. Ah, das ist so ein Special-Ding. Okay, jetzt bin ich gerade tatsächlich echt im Game drin. Da ist so ein Stern drin. Mit einem K. Mit einem Peak. Der Vogel sieht komisch aus. Aber es muss nichts heißen. Wenn ich es kriege, ist mit einem runden Schild. Reicht ihm das als Waffe? So, jemand hat ihm sein Popcorn gestohlen. Dann müsste es die sein. Ah, da war eine Tüte Popcorn zu viel. Du hast tolle Jetzt haben wir sie alle erwischt. Sprechen wir jetzt nochmal mit dem... Ja, aber ich würde gerne... Ich suche den anderen Schlüssel. Da. Ich weiß auch schon, wo der hinkommt. Das sieht doch gut aus. So, nehme ich mit. Was sind das für Polizisten, die sich von einem Dieb in einem Sarkophag stecken lassen? Sagt uns, wo das Relief ist. Wir wissen nichts. Ja, als ob wir dir verraten würden, dass wir es irgendwo im Museum bewahren. Ne? Es befindet sich also noch immer im Museum? Ups, gar nichts weiß ich. Wenn das nicht die Detektivin ist, so kommst du genau im richtigen Moment. Dank dir konnten wir die Täter festnehmen. Ein Problem allerdings. Wir wissen nicht, wo das Relief ist. Du musst uns helfen zu finden. Der Seiteneingang ist wieder offen. Wir haben alles durchkämmt. Ja.
restauriert, damit man sie lesen kann. Okay. Diese Meereslebewesen für sie fand man in der Nähe. Hier gab es mal einen Ozean. Okay. Ein Relief, das mit einem Funkelkristall zeigt. Auch in der Vergangenheit hat man sie sehr geschätzt. Aber mit einem Schemel wäre es in Reichweite. Mit einem Schemel. Haben wir hier irgendwie irgendwo ein Schemel oder so? Ist nicht so gut erkennen, doch es handelt sich wohl um die Skizze irgendwelcher Ruinen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bringt. Na. Ich dachte, da gibt es jetzt eine geheime Information oder so. Schemel. Ja. Ja, nehmen wir mal mit. Aha. Oh, komm schon, das ist lame. Okay, das war lame. Aber lustig. Sieh mal an, wurde der Relief gar nicht wirklich gestohlen. Ich habe meine ewige Dankbarkeit für alles, was ihr dem Museum getan habt. Ah, der Plan sollte doch narrensicher sein. Warum? Du den Fall gelöst hast. Du hast ja das Meisterdetektiv und damit ist der Fall abgeschlossen. Super. Case closed. Kein Problem. Ich habe nur die... Oh, doch, Schleife habe ich tatsächlich. Detektivkleid. Das ist okay. Aber ich finde das Rosenkleid ganz nett. Fortsetzung folgt. Super. Gut, will ich gleich mal auf die Uhr gucken. Und dann können wir tatsächlich nochmal Final Fantasy weiterspielen. Ist das Audio soweit für euch in Ordnung? Für mich hört sich das alles ein bisschen laut an, aber sagt Bescheid. Beende ich mal die Aufnahme für Prinzessin Peach. Machen wir